Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Zu einer geführten Rundfahrt lädt die Kreisvolkshochschule zum Tag des offenen Denkmals ein. Die Tour startet am Sonntag, dem 10. September um 9 Uhr auf dem Busbahnhof Güstrow. Haltepunkte sind unter anderem die Backhausmühle des ehemaligen Klosters in Bad Doberan, das Ostseebad Heiligendamm und das Dorf Lichtenhagen. Die Kreisvolkshochschule weist darauf hin, dass das Angebot kostenpflichtig ist. Ein Wertungslauf zur U21-Weltmeisterschaft im Speedway steht am Freitag, dem 8. September, auf dem Plan des Motorsportclubs Güstrow. Der erste Start ist für 20 Uhr festgelegt. Wie der Club mitteilt, öffnen die Tore im Stadion aber bereits um 17 Uhr. Am Sonntag, dem 10. September, wird Bettina Sitte, die erste Geigerin des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, im Konzert in der Gertrudenkapelle auftreten. Als Moderator führt Johannes Schönherr durch unterschiedliche Klangwelten und macht Stationen in vielen Ländern der Erde. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Erleben Sie Güstrow. Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de.